Hallihallo, heute eine Information zum Software Center. Dort im Software Center, kennt ihr vielleicht, konnte man auch und kann man auch immer noch gewisse Apps kaufen zum Kauf. Wenig genutzt, aber gibt's. Nun, diese Option hat Canonical still und heimlich sterben lassen, wird in zukünftigen Versionen nicht mehr verfügbar sein. Die entsprechenden Softwareentwickler, ne, die sich die Mühe gemacht haben, für Ubuntu mal was zu entwickeln, sind natürlich entsprechend not amused. Ne? Die sind natürlich ein bisschen angepisst jetzt. Ebenso vielleicht die Leute, die sich etwas gekauft haben, ne, über das Ubuntu Software Center. Solche zum Kauf-Anwendung, ne? Zum Kauf. Damit ist jetzt nicht Steam gemeint, das hat sein eigenes Bezahlsystem, sondern die anderen Anwendungen, ne, zum Kauf, ne, haben wir eine extra Sektion. Selten eigentlich genutzt, zumindest von mir gar nicht. Ihr war vielleicht auch nicht, aber falls doch, solltet ihr euch vielleicht darauf einstellen, dass die gekauften Apps dann vielleicht nur bis Ubuntu 14.04 installierbar sind und in zukünftigen Versionen dann nicht mehr. Ne? Are still stuck on 14.04. Das heißt, ja gut, es gibt immer noch unter Ubuntu 14.04 eine Langzeitversion, die lange, lange unterstützt wird, zum Kauf die Programme. Und wer sie darauf ausführen will, der kann es auch immer noch tun, aber wer dann Ubuntu 15.10 zum Beispiel nutzen will oder 16.04 irgendwann, da wird umgeswitcht auf ein anderes Paketsystem. Das DEP-basierte Paketsystem wird langsam umgestellt auf ein anderes. Ja, und Ubuntu konzentriert sich jetzt mittlerweile auf das andere Paketsystem und auch mehr und mehr Richtung Smartphone. Ne? Und da geht man andere Wege in der Art und Weise, wie man zum Kauf Programme und Apps dem Benutzer anbietet. Also wer übers Ubuntu Software Center etwas gekauft hat, der sollte das weiterhin ruhig nutzen, aber dann sich darauf einstellen, Ubuntu 14.04 ist wahrscheinlich Endstation. Ne? Also nicht dann einfach umswitchen auf Ubuntu 15.10 oder wie auch immer. Da könnten dann, beziehungsweise werden dann höchstwahrscheinlich diese ganzen gekauften Programme dann nicht mehr installierbar sein. Oder vielleicht nur, vielleicht mit Hilfe von Workarounds oder irgendwelchen Tricks über virtuelle Maschinen oder ähnliches. Und wie gesagt, die Entwickler sind ein bisschen not amused, weil die hatten sich natürlich erhofft, durch Entwicklungsarbeit, die sie geleistet haben, auch Geld zu verdienen. Und die, die es geschafft haben, damit Geld zu verdienen, stecken jetzt bei Ubuntu 14.04 fest, kriegen teilweise das gar nicht so richtig mitgeteilt. Ne? Ja, wie gesagt, manche wandern ab zu Apple und anderen profitableren Stores. Juckt uns nicht. Manche wird es wahrscheinlich freuen. Ich denke, das Ubuntu Software Center in dieser Form dürften wir dann in Ubuntu 14.04 das letzte Mal so wirklich gesehen haben. Ich denke, unter Ubuntu 16.04 Langzeitversion spätestens wird das so gestorben sein, weil es eh immer ziemlich langsam war und keiner so richtig das kaufen wollte. Ein bestimmtes App, so wird es in diesem Artikel beschrieben, wurde weltweit millionenfach verkauft. Nur über das Ubuntu Store gab es sagenhafte 77 Käufe. Und da hat Ubuntu dann sogar vergessen, das Geld für zu nehmen, musste selber die 77 Käufe bezahlen. Das war so ein bisschen peinlich und doof. Also wie gesagt, das Ubuntu Software Center nutzen die meisten, die Linux Ubuntu nutzen sowieso schon lange nicht mehr. Aber wie gesagt, wenn man immer noch ja, das installiert, Ubuntu Software Center, bekommt man ja auch teilweise hier unsere Lieblinge, Favoriten und kauft doch mal immer noch angeboten. Man sollte sich darauf einstellen, dass diese gekauften Programme dann unter zukünftigen Ubuntu-Versionen nicht zur Verfügung stehen und nur unter der Version, die man gerade so installiert hat. Hier Ubuntu 14.04. Ich hoffe, ihr habt geholfen zu haben. Link zum Artikel hänge ich euch an. Ich hoffe, ihr habt geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.